hier weiterhin mit Herta Däubler-Gmelin, Justizministerin AD und Leiterin des Ausschusses für humanitäre Hilfe und Menschenrechte im Bundestag. Und wir waren gerade erst beim Tatort und dann bei Jakob der Lügner. Und da hat sich die Frage gestellt, oder für mich hat sich die Frage gestellt, ist es eher eine Lüge oder ist es Fantasie, die er da anwendet, wenn er praktisch den anderen Menschen im Ghetto von einem Radio erzählt, das es gar nicht gibt und dann Nachrichten erfindet. Weil er leidet ja sehr darunter in dem Buch. Und es wird auch immer schwieriger, diese Fassade aufrechtzuerhalten für ihn. Aber immer, wenn er versucht, es aufzuklären, sieht er, wie unglücklich die Menschen werden. Einer erhängt sich, als er erfährt, dass es kein Radio gibt, ein Freund von ihm. Was meinen Sie, ist es verwerflich oder ist es manchmal auch notwendig, vielleicht zu lügen? Also wir verbinden ja mit Lüge immer gleich ein Werturteil. Ich denke schon, dass die Hoffnung und das Hoffnung geben und das Durchhalten in einer ja geradezu entsetzlich schrecklichen Situation bei Jakob dem Lügner im Vordergrund steht und die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht, das ist sowas Tolles, sowas zwischenmenschlich Hervorragendes, auch sowas Anrührendes. Dass die Frage, ist es jetzt eine Lüge, dass er sagt, er hätte kein Radio oder nicht, obwohl ich Juristin bin, bei mir eigentlich nicht im Vordergrund stand. Aber Sie haben natürlich in einem Punkt schon recht. Es gibt dann eben auch Leute im Ghetto, die entsetzlich Angst haben, weil der ein Radio hat, wie er sagt, hat ja keins, aber tut so, weil das natürlich schrecklich verboten ist und sofort mit dem Tode und Erschießen bestraft wird. Also auch diese Reaktion gibt es. Aber ich fand die Art und Weise, diese furchtbare Situation, wie Menschen mit Menschen umgehen können, einfach deutlich zu machen und das eben nicht nur mit zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen, sondern einfach auch in der Geschichte der Beziehung Erwachsener zu Kindern und so weiter, die aufzunehmen und zu schildern, fand ich toll und finde ich immer noch gut. Deswegen lese ich es schrecklich gerne immer wieder. Jakob stirbt ja am Ende, aber das Ghetto ist kurz vor der Befreiung, also die Russen rücken näher. Hätten Sie sich ein anderes Ende gewünscht? Nein, weil das ja auch nicht so war, leider. Ja, wobei die Todesart war unterschiedlich. Also er wurde ja in der fiktiven Version erschossen und in der echten Realität ist er, glaube ich, abtransportiert worden in ein anderes Lager, oder? Wenn Sie jetzt noch den Film dazu nehmen, da endet er ja in dem Zug nach Auschwitz mit dem Blick auf die Wolken und auf die Sonne. Aber wie auch immer, schauen Sie, das Problem war ja, dass über 6 Millionen Menschen nur einfach deswegen, weil sie Juden waren, vergast, umgebracht, ermordet wurden. Und diese Situation ist ja der Grundtatbestand, den dieses Buch aufnimmt, in einer sehr, sehr bedenkens- und bemerkenswerten Art und Weise. Und ich mag ja Jurek Becker sowieso. Ich meine, viele kennen ihn aus der Serie Liebling Kreuzberg. Das ist nur eine ganz andere Art und Weise, auch, sagen wir mal, Menschen zu unterhalten und zwischenmenschliche Beziehungen deutlich zu machen. Aber dieses Buch ist einfach toll.